2024 haben wir ja das 75-jährige Jubiläum von UKW in Deutschland. Das haben wir in einem Video 75 Jahre UKW in Deutschland auf unserem YouTube-Kanal auch behandelt. Und passend zu dieser Thematik haben wir ein Video gemacht, der UKW FM-Prüfsender HRD 808 von Smartphone via Bluetooth und UKW zum historischen UKW-Radio. Die Möglichkeit also des Aufbaus einer Brücke vom Smartphone zum UKW-Radio. Leider hat dieser HRD 808 einen Nachteil. Er hat kein CE-Zeichen und man muss Umbauten vornehmen, damit er diese Bestimmungen einhält. Deshalb haben wir damals auch schon angedeutet, dass zum Beispiel der DSR 107 von Dossel ein CE-Zeichen hat, und auf diesen wollen wir heute in dem Podcast näher eingehen. Das hier ist er. Er ist also sehr klein, und die Idee dabei ist, wenn ich jetzt ein Smartphone habe, dann kann ich über diesen 3,5 mm Klinkenstecker direkt an das Smartphone andocken, und ich brauche jetzt keine Bluetooth-Verbindung, sondern es geht hier direkt von Inhalt des Smartphones auf UKW. Ich schalte ihn jetzt mal ein. Wir sehen hier, er ist auf 88,1 MHz eingestellt. Und ich habe hier jetzt einen Satellit 3000, der in den 70er Jahren produziert wurde. Wir werden jetzt mal erst eine Testsequenz, dass man sieht, wie das gut funktioniert. Man kann ja auf sich im Internet entsprechende Testsignale dann auf sein Smartphone laden. Das hier ist jetzt ein sogenannter Sweep, also gleitende Audiofrequenz von für UKW wäre es jetzt wichtig 30 Hertz bis 15 Kilohertz, aber hier geht's weiter. Ich starte den mal, und wir werden jetzt dann auch was hören. Wir hören. Ja, also man kann sehen, man kann den dann auch als Prüfgenerator verwenden, wenn man jetzt ein Radiogerät untersuchen wollte. Okay, wir haben den DSR 107 gesehen. Gedacht ist ja das Ganze für den Betrieb im Auto, wenn ein Autoradio keinen Auxiliary-Eingang hat. Das heißt also, kein Eingang über Kabel, wo man jetzt vom Smartphone Streaming oder seine Audioquellen einspielen könnte, dann kann man das natürlich auch den Autoradio auf die entsprechende freie Frequenz stellen und kann das dann entsprechend überspielen. Das kann man natürlich auch, wie wir es hier machen, im Haus oder in der Wohnung nutzen, um jetzt von seinem Smartphone Streaming oder die Audioquellen, die man hier auf dem Smartphone hat, in sein UKW-Gerät einzuspielen. Wir können natürlich das jetzt auch mit Musik testen. Wir haben hier wieder 88,1 MHz eingestellt. Ich starte jetzt den Titel. Nun aber zur Technik des UKW-FM-Senders DSER 107 von Dossel.
Die mitgelieferte Bedienungsanleitung besteht nur aus einem kleinen Faltblatt und der Text ist in Englisch gehalten. Aber die Abbildungen erklären die Bedienfunktionen auch so ausreichend. Ein kleiner Ein-Ausschiebeschalter ist seitlich angebracht. Die Sendefrequenz lässt sich in 100 kHz Schritten von 88,1 MHz bis 107,9 MHz einstellen. Der fest eingebaute 300 mAh Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 10 Stunden Spieldauer gewährleistet, wird über ein mitgeliefertes Micro-USB-Kabel geladen. Die Ladegleichspannung am Eingang beträgt 5 Volt. Aber jetzt wollen wir uns das Innenleben des DSER 107 ansehen. Dazu aber eine Warnung. Für das Gehäuse des DSER 107 ist aus Produktsicherheitsgründen keine Öffnungsmöglichkeit vorgesehen. Beim Öffnungsversuch mit einem spitzen Gegenstand kann der Lithium-Ionen-Akku beschädigt werden und zu brennen beginnen. Ferner ist nach dem Öffnen die vom Hersteller mit dem CE-Zeichen bestätigte Produktsicherheit nicht mehr gewährleistet. Die Abbildung zeigt die Leiterplatte von der Bestückungsseite. In der Plattenmitte die vierstellige 7-Segment-LED-Anzeige, wobei die höherwertigste Ziffer nur eine 1 anzeigt, weil ja von 88,1 bis 99,9 MHz die Anzeige nur dreistellig ist. Die 1 wird dann von 100,0 bis 107,9 MHz angeschaltet. Auf der rechten und der linken Seite sind die Das-Schalter für die Frequenzeinstellung angebracht. Auf den Mikroprozessor und den Speicher, für den ein EEPROM, also ein Electrically Erasable und Programmable Read-Only Memory gewählt wurde, soll hier nicht näher eingegangen werden. Auf der Leiterplattenunterseite sind lediglich der Ein-Ausschalter, die Micro-USB-Buchse und der 3,5 mm Klinkenstecker bestückt. Aber zurück zur Bestückungsseite. Der integrierte Schaltkreis U3 rechts über der Anzeige ist ein Quintic QN8027. Der nur 3x3 mm große Schaltkreis im MSOB-Gehäuse enthält die komplette digitale Signalverarbeitung zur Erzeugung eines Stereo-UKW-Sendersignals. Der Hersteller bezeichnet sein IC mit High Performance Digital FM Transmitter for Portable Devices. Das 75-jährige Jubiläum des UKW-Rundfunks ist sicherlich auch ein guter Zeitpunkt, sich die Fortschritte in der Signalverarbeitung anhand dieses Quintic QN8027 zu vergegenwärtigen. Durch die durchgängige digitale Signalverarbeitung benötigt dieser Schaltkreis keinerlei externe Abstimmelemente, sondern nur ein externes Quarz. Dadurch ist auch bei der Fertigung des DSER 107 kein Abgleich erforderlich. Das Blockschaltbild dieses ICs zeigt die Abbildung. Der Quarzoszillator, mit Crystal Oscillator bezeichnet, wird mit einem 12 MHz Quarz betrieben. Dieser ist auf der Leiterplatte rechts neben der Anzeige mit Kleber fixiert. Die analogen Audiosignale vom Smartphone oder einer anderen Signalquelle gelangen über die mit der Audio rechts ARI und Audio links ALI bezeichneten Eingänge an variable Eingangsverstärker, VGA, werden geregelt und an den Aussteuerbereich der folgenden Analog-Digital-Konverter ADC angepasst. Nach den ADCs erfolgt die Signalverarbeitung digital. Das bei UKW zur Rausch- und Störverminderung angewandte Prinzip der Höhenanhebung beim Sender
Durch einen mit Präemphasis bezeichneten Hochpass erfolgt hier mit einem digitalen Filter mit Präemph bezeichnet. Das gefilterte digitale rechte und linke Audiosignal gelangt dann in den Schaltungsteil MPX. Dort wird das Signal nach dem Piloton-Multiplex-Verfahren aufbereitet. In der Abbildung ist das Frequenzspektrum im Basisband grafisch dargestellt, also dem Signal, mit dem dann der Träger des UKW-Senders frequenzmoduliert wird. Die Idee hinter dem Multiplex-Verfahren ist, dass man bei Einführung des Stereo-UKW-Rundfunks dies kompatibel mit Mono-Empfängern halten wollte. Man überträgt von 30 Hz bis 15 kHz ein Summensignal links plus rechts, also das Monosignal. Dann bildet man ein Differenzsignal links minus rechts und Amplituden moduliert damit einen 38 kHz Träger. Das ergibt dann die beiden links minus rechts Seitenbänder von 23 kHz bis 38 kHz und von 38 kHz bis 53 kHz. Der 38 kHz Träger, in dem ja keine Information steckt, wird unterdrückt. Nun kann man im UKW-Empfänger nicht wie beim SSB-Verfahren beim Sprechfunk einfach vor der Demodulation des Links-Rechts-Signals wieder einen unsynchronisierten Träger dazu mischen, denn die Qualität wäre viel zu schlecht. Deswegen teilt man die 38 kHz Trägerfrequenz durch 2 und überträgt diese mit Piloton bezeichneten 19 kHz. Durch Frequenzverdopplung auf der Empfängerseite hat man dann für die Demodulation des amplitudenmodulierten Signals den 38 kHz Träger wieder zur Verfügung. In der Abbildung ist auch dargestellt, wie man im UKW-Empfänger durch Summen und Differenzbildung des Mittensignals M und des Seitensignals S wieder die ursprünglichen Signale rechts und links bilden kann. Später wurde der UKW-Rundfunk noch um das Radio Data System Signal RDS ergänzt. Damit ist es möglich, Sendernamen und Programmzusatzinformationen zu übertragen. Dies geschieht mittels Binary Phase Shift Keying, BPSK, also einer Art Phasenmodulation, genauer Phasenumtastung. Die Trägerfrequenz für das RDS-Modulation wird aus der Verdreifachung der Pilotfrequenz gewonnen. Aber wieder zurück zum Blockschaltbild. Am Ausgang des Blocks MBX des Blockschaltbildes steht das komplette Basisbandsignal, wie vorhin dargestellt, aber natürlich in digitaler Form zur Verfügung. Dieses Signal steuert den digitalen Frequenzmodulator FM, der dann das FM-Signal auf der eingestellten UKW-Frequenz generiert. Dieses Signal wird anschließend durch einen Bandpass gefiltert und im Power Amplifier verstärkt und steht am RFO-Ausgang zur Verfügung. RFO steht für Radio Frequency Output. Die Antenne wird durch eine Leiterbahn auf der gedruckten Schaltung gebildet. Der Schaltkreis QN8027 wird vom Mikroprozessor über den I²C-Bus, einem seriellen Zweileitungsbus, also Glock SCL und Daten SDA gesteuert. Über diesen Bus erfolgt dann die Übertragung der eingestellten UKW-Frequenz in die entsprechenden Register des QN8027. Abschließend kann man feststellen, dass beim guten alten UKW-Rundfunk alle drei Arten, wie man eine Trägerfrequenz modulieren kann, zum Einsatz kommen. Die Amplitudenmodulation mit Trägerunterdrückung für das Links-Rechts-Differenzsignal, die Phasenmodulation in der Form des Binary Phase Shift Keying für die Zusatzdatenübertragung RDS und schließlich die Frequenzmodulation für die Modulation der UKW-Trägerfrequenz.
Noch ein paar Worte zur Anordnung. In der Abbildung ist sehr schön zu sehen, wie der DSLR 107 an das Smartphone angedockt wird. Ich habe das Samsung S9 verwendet. Mein historisches Röhrenradio, der Grundig Typ 3299, wurde nur mit einem einfachen Schleifendipol versehen. Den Lautstärkepegel am Kopfhörerausgang des Smartphones, der ja den Frequenzhub des kleinen UKW-FM-Transmitters festlegt, sollte man so vornehmen, dass sich im Vergleich mit einem vom Radiogerät empfangenen Rundfunksender in etwa die gleiche Lautstärke ergibt. So, und ich mache jetzt noch einen kleinen Reichweitentest. So, ich bin jetzt das ganze Apartment abgelaufen, bis zu 10 Meter, überhaupt kein Problem. Im Freifeld geht es ja sicherlich noch weiter. Man muss natürlich dazu sagen, dieser Satellit 3000 hat ein ausgesprochenes, empfindliches UKW-Dial. Mit einfacheren Geräten wird sicherlich die Reichweite etwas geringer sein. Ja, eines muss man natürlich sagen bezüglich der Schnittstellen. Eine 3,5 mm Klinkenbuchse für diesen Stecker gibt es bei neuen Geräten nicht. Das heißt, dort ist ja ein Kopfhörer mit Kabel jetzt über den USB-Ausgang, also sprich über den Micro-USB angeschlossen. Das heißt also, da kann man das so nicht machen. Es gibt aber Adapter, die jetzt diesen DA-Wandler beinhalten, sodass man jetzt hier das Gerät, den kleinen Transmitter, so anschließen könnte. Aber das ist jetzt natürlich nicht sehr elegant, die ganze Geschichte. Da wäre es dann natürlich gleich besser, dann über Bluetooth zu gehen. Jetzt zum Beispiel mit dem CK310 FM-Transmitter. Der ist auch sehr klein. Da ist es jetzt so, dass das Smartphone über Bluetooth den ansteuert und dann der entsprechende UKW-Kanal bedient wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns natürlich freuen. Und noch viel besser wäre natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Tschüss, auf Wiedersehen.